Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees80 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und heute Nachmittag habe ich euch schon die Venom Collector's Edition vorgestellt von Amazon. Ja, die Edition ist wirklich cool geworden, gefällt mir richtig gut. Wie es mir gefällt, einfach mal das Video angucken davor, jetzt direkt davor. Ja, und ich war noch kurz einkaufen, um halt eben noch ein paar Besorgungen zu machen. War nur kurz beim Mediamarkt und habe da, siehe da, was in den Regalen gesehen. Nämlich Halloween von 2018. Ja, da ist auch der schöne Teil hier. Und Wahnsinn, dachte ich mir, hä? Den gibt es schon bei uns im Mediamarkt? Coole Sache. Habe ich bei Amazon schon vorbestellt, habe direkt abbestellt. Hier bei uns gleich mal 6 Euro billiger. Und ja, der Film kommt eigentlich erst am 28.02. raus. Warum Menschen überall Handy ist, oder warum man Handy ist, keine Ahnung. Falsche Lieferung vielleicht, ich weiß nicht, aber trotz all dem ist das schön. Habe ich schon mal da, freue mich auch den Film wieder anzugucken. Habe ihn ja zweimal im Kino gesehen, wie mir der Film gefällt. Auch davon gibt es eine Review auch zum Schluss hinten. Könnt ihr euch mal angucken, neben der Venom-Figur. Und ja, ich habe mich für das 4K-Steelbook entschieden, weil es einfach am besten zu den ganz anderen passt. Leider kommt da noch kein Mediabook raus, wie zu den ganz anderen Halloween-Teilen. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, es wird noch eins nachgelegt von NSN. Bitte, bitte, bitte macht das, damit eigentlich wieder alles komplett ist. Ja, es ist mein weiteres 2D-Steelbook. Das Ganze schaut hier so aus. Auch das gefällt mir ganz gut. Habe es auch schon vorbestellt gehabt, aber jetzt habe ich es schon niedergelegt. Okay, es langt auch völlig das hier. Gibt es auch bei Amazon zu kaufen. Heißt so beim Mediamarkt exklusiv, beim Mediamarkt und Saturn. Keine Ahnung. Amazon kann man es auch kaufen. Also da mit dieser Exklusivität kann man nicht so ganz hier zurecht sich finden. Also nehmen wir mal, das ist eigentlich, kann man überall kaufen, wenn man möchte. Ja, wie gesagt, hier ist das 4K Steelbook, gefällt mir ein Tick besser, weil einfach auch zu der ganzen Grundstimmung auch dazu passt, zu dem ganzen Film. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben und geht 106 Minuten. Und ja, würde mal sagen, wir machen mal auf und bin schon gespannt, wie denn das Steelbook ausschaut. Also von vorne schaut schon mal sehr cool aus. Hat auch einen Glanzeffekt dabei und hat auch hier diese Klebepopel wieder mit dabei, wie immer. Und die machen wir jetzt mal ab. Lässt sich gut abmachen. Und so schaut das Ganze aus. Wir haben jetzt hier unten zwei kleine Stellen, aber das ist jetzt egal. So, okay. Hier ist mal die Banderole. Wie gesagt, hier ab 60 Jahren freigegeben. Hier nur HDR, eben für die UHD, aber wenn irgendwann mal der Fernseher mal getauscht wird, dann freue ich mich schon drauf, den Film anzugucken. Hier meine Inhaltsangabe zu dem Film. Dann hier noch die technischen Daten, ohne die ganzen Bonus. Extra drüber dabei sind auf der Blu-ray und auf der UHD. Und hier noch die ganzen technischen Daten. Einfach mal auf Pause drücken, jeweils, was ihr gerne haben möchtet. Und dann könnt ihr alles genau mal nachlesen, ob denn der Ton für euch so passt. Ja, jetzt kommen wir noch zu dem Steelbook. Und das Steelbook, muss ich sagen, schaut wirklich richtig fesch aus. Wir haben nämlich hier einmal einen Glanzeffekt von der Maske von Michael Myers. Ansonsten ist eigentlich ringsum eigentlich alles matt gehalten, aber das Ding schaut hier wirklich cool aus. Ja, was das hier ist, fragen wir jetzt hier glaube ich auch, aber ich denke mal, das ist einfach dann der Rücken oder zumindest die Schultern von dem Michael Myers. Auf jeden Fall Hochglanz, sehr, sehr cooles Teil. Mir gefällt es richtig gut. Auch hier am Spine steht hier richtig schön groß drauf Halloween drauf. Man kann es gut erkennen. Und auch das Backmotiv mit dem Kürbis. Auch der ist glänzend gemacht worden. Und der Rest eigentlich eher matt gehalten. Auch das schaut wirklich sehr cool aus. Also hier nichts halbgar, sondern einfach nur ein schwarzer Hintergrund. Sondern wirklich mit dem Kürbis drauf. Den finde ich auch richtig schön gemacht. Auch gestochen, scharfes Bild das Ding. Und auch die zwei Zähne, die Zähne auch da lustig hier. Also das Steelbook von vorne und von außen schaut schon mal sehr cool aus. Und so nochmal im Ganzen, wie gesagt, die zwei Motive sind ja auch glänzend. Der Rest eigentlich ist eher matt gehalten, aber passt einfach perfekt. Also mir gefällt das Steelbook richtig, richtig gut. Und dann haben wir hier noch dann die 4K-Version. Die ganze schaut hier so aus mit dem Michael Myers drauf. Und einmal die 2D-Version. Leider haben wir hier leider kein weiteres Bildmotiv-Veränderung, aber ist egal. Sind bloß die Disc, von daher nicht so ganz dramatisch.
Jo, okay. Und dann haben wir hier noch ein Innenmotiv. Auch das haben wir hier auch. Nicht nur so wie bei den Venom Steelbooks, sondern auch ein Innenmotiv hier mit der Jamie Lee Curtis. Und ja, schaut echt sehr cool aus. Das Steelbook, mir gefällt es wirklich richtig gut. Und 6 Euro billiger als bei Amazon, also dann da auch mal zuschlagen. Wie gesagt, aber Mediamarkt macht immer die Preise etwas unterschiedlich. Einfach mit dem Laden reingehen. Meistens ist es immer günstiger, als nochmal online zu gucken. Ja, wie findet ihr das Steelbook? Also ich finde es richtig toll. Mir gefällt es richtig gut. Und ja, leider noch kein Mediabook. Hoffen wir, es kommt echt noch eins nach NSM. Schaut das wieder an und denkt an uns Sammler. Und ja, der Film, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Ich freue mich, wieder anzugucken. Habe ihn jetzt zweimal im Kino gesehen. Und jetzt bald das dritte Mal zu Hause mit meiner Frau. Sie wird sich schon darüber freuen, ihn anzugucken. Oder auch nicht. Aber sie wird es wohl tun müssen. Ja, das war's von mir. Und bis dann. Tschüss mit Ö und Happy Halloween. Thank you.